Ich glaube, dass sich die Kids fast mehr Druck machen, als sie das von außen teilweise bekommen. Weil von außen werden sie ja doch recht gut geführt. Aber natürlich jetzt speziell im Fall von Mick, ja, durch ein paar Mal Auto in dem Formel 1 Auto fahren, jetzt Ferrari Junior und dann in der Formel 2, also kurz quasi vor dem Step, dann Mattia Binotto hat dann auch schon so seine Vorstellung geäußert. Da ist natürlich schon klar, ich meine, der sitzt da drin, der ist jetzt so nah zu dem Thema, da setzt er sich selbst unter Druck und von außen ist die Erwartungshaltung auch groß. Aber wie ich finde, jetzt in den letzten Rennen macht er das ja sehr ordentlich. Man sieht ja, dass die Formel 2 auch sehr komplex ist. Teilweise sehr ungestüm, dann fährt der eine dem anderen rein. Heute war es bei Mick und seinem Teamkollegen ein bisschen enger. Aber gut, das ist halt eine Nachwuchsserie. Also eigentlich haben die Fragen darüber mehr genervt als der Ist-Zustand. Weil man muss es sich ja so vorstellen, wir waren zwei Jungs aus dem Loch in der Kartbahn in Kerpen. Und der eine kommt in die Formel 1 und der andere hatte dann irgendwie auch den Wunsch. Mein Vater hat ständig zu mir gesagt, spinnst du eigentlich? Zwei, das schaffen es nie. Bitte lernen was Anständiges, werd Koch oder übernimm irgendwann mal den Imbiss bei uns in der Kartbahn, weil davon kann man auch gut leben. Und hör da auf, daran zu glauben, dass sowas zweimal gehen kann. Und dementsprechend, ich habe mich nie darin, ich habe ja auch großes Glück gehabt. Ja, also das hat ja auch viele Vorteile gebracht. Michael hat Willi Weber kennengelernt. Willi Weber hatte zurzeit eins der besten Formel 3 Teams oder das beste Formel 3 Team, in dem ich dann fahren durfte mit Opel Werksunterstützung. Und natürlich auch das Management, da haben sich ja Türen geöffnet für beide, für Michael, für Willi, von denen ich profitiert habe. Von dem her muss ich ganz ehrlich sagen, also ich hatte keine Nachteile, aber den einzigen Nachteil, den ich hatte viele Vorurteile. Mit Journalisten, die auf mich zukamen und dann irgendwie, wenn ich dann mal halt jung war und ungestüm und auch teilweise dumm, wie jeder 16, 17, 18-Jährige, dann war das halt gleich arrogant. Dinge, die ich gemacht habe, waren arrogant, Dinge, die andere gemacht haben, waren lustig. Und daraus hat sich dann irgendwann mal so ein Kreislauf gebildet, wo ich ja, den Medien gegenüber nicht ganz so positiv eingestellt war. Ich meine, das kann man ja alles hören. Da waren ja auch einige Fights. Das würde ich heute natürlich auch anders machen. Das war so, da wird man zickig. Aber Schatten, aus dem ich raus wollte, nie. Weil ich war immer irrsinnig stolz auf meinen Bruder und bin es heute noch auf alles, das, was er erreicht hat. In unserer Familie gibt es keinen Neid, ganz im Gegenteil. Und deshalb, wir hatten wirklich ganz, ganz viel Glück, dass wir heute, also dass wir das Leben leben durften und was wir heute davon noch haben und was wir erreicht haben. Also das ist alles für beide super. Die Situation ist eh höchst ungünstig. Das hat damit angefangen, dass das Team schon am Anfang des Jahres verkündet, dass man auf seine Dienste keinen Wert mehr legt. Und auch noch viel schlimmer, der amtierende oder der Ferrari-Präsident, das fand ich eigentlich noch viel, viel schlimmer, der dann gesagt hat, naja, so quasi eine Teilschuld an Sebastian gegeben hat. Und da finde ich, ist überhaupt kein Vertrauen mehr da. Und da verstehe ich natürlich schon den Frust. Letzte Wochenende war Leclerc schneller und auch dieses Wochenende war er schneller. Er ist letzte Woche aufs Podium gefahren. Und dass Ferrari natürlich jetzt versucht, alles rauszuholen, was geht, dementsprechend ihn aus dem Weg räumen muss, auch wenn es mir nicht gefällt aus deutscher Sicht und ich dem Sebastian es anders wünschen würde, glaube ich, hätte ich als Teamchef auch so entschieden. Das tut mir an dieser Stelle leid, aber es ist so. Es ist nicht immer so leicht, dann so langsam, sage ich mal, ihn da gehen zu lassen, aber es ist ja ganz entscheidend, dass er seine Richtung selber geht. In der Formel 3, das ist wirklich ganz, ganz schwer. Das sind zwar Einheitsautos, aber es ist schon sehr, sehr stark abhängig, in welchem Team bin ich, welchen Teamkollegen habe ich. Wie schnell kann ich lernen, wie schnell kann ich nach vorne kommen. Da muss man aber auch dazu sagen, selbst Prema oder Race oder Renngewinner vom letzten Mal, die dann auf einmal hinten stehen, haben gar keine Chance durchzukommen, weil die Reifen auch sehr komplex sind. Also es ist eine Serie, wo man eine Menge lernt, wo man einfach ein bisschen Geduld braucht, auch mit den Kids. Und dann kommt da schon was Gutes bei raus am Ende. Nicht bei jedem, bei meinem, das weiß ich auch noch nicht, darum geht es aber jetzt hier auch gar nicht, sondern da gibt es extrem Mühe mit dem Team zusammen. Und da freue ich mich. Und der Erfolg, also ich muss sagen, das Auto, die Zeiten waren da, heute der Ausfall, ist ihm jemand reingefahren, da konnte halt nichts dafür. Ich bin ja auch sein Teamchef gewesen, eigentlich bis letztes Jahr und bin jetzt auch bei den ersten Rennen dabei gewesen. Und bei mir ist halt immer so, wenn ich auf die Daten sehe, dann brauche ich mir gar nichts sagen. Ja, das ist halt einfach so. Und das weiß er. Und dementsprechend haben wir uns darauf geeinigt, dass Ausreden keinen Sinn machen und dass wir dann gemeinsam an sowas arbeiten. Und dann kommt er schon oft immer noch und sagt, Papa, da und da habe ich das Thema. Bitte sag mir mal, wie du darüber denkst. Weil er eben auch in der Vergangenheit, wenn da was war und ich gesagt habe, mach's mal so, dann ging es auch besser. Für ihn die meiste Zeit zumindest. Und das ist natürlich auch schön. Und das freut mich auch, dass wir diese Zeit so intensiv, ich meine, schon seit dem Kart sind wir nur gemeinsam unterwegs. Und das ist natürlich eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte.